Das, was hier deutlich wird auf der Konferenz, ist, dass es eine Fülle von kleinen oder auch größeren Konflikten, Streiks etc. gibt, die alle belegen in der Gesamtsumme, dass es doch ein großes Potenzial an Menschen gibt, die was ändern wollen. Ich möchte mich, das ist eigentlich jetzt das, was ich als erstes sagen wollte, bedanken, dass ich hier teilnehmen kann. Das hört sich nach einer Phrase an, die Wissenschaftler gerne sagen, wenn es um Fishing for Compliments geht und um gute Stimmung im Saale zu machen. Ich sage das aber sehr bewusst und sehr ernst, aus folgendem Grund, und zwar aus einem sehr egoistischen Grund. Es gibt in den letzten 20 Jahren eine Wechselbeziehung zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite und, sagen wir mal, dem sozialwissenschaftlichen Mainstream auf der anderen Seite, wenn es denn noch eine Beziehung ist. Die hat in etwa so ausgesehen. Gewerkschaften in der Defensive, Mitgliederverluste in den Betrieben mit dem Rücken zur Wand, Wettbewerbspakte, das zähneknirschende Akzeptieren von prekärer Beschäftigung, Leiharbeit, wir haben gerade ein Beispiel gehört. Also, man könnte sagen, Gewerkschaften in der Defensive und im Niedergang. Und es hat sozusagen einen sozialwissenschaftlichen Mainstream gegeben, der etwa folgendermaßen funktioniert hat. Ich überspitze jetzt bewusst. Das, was ihr tut, ist das Einzige, was ihr tun könnt. Tina, ihr kennt dieses Syndrom. Ihr habt Recht daran, was ihr tut, defensiv zu agieren, betriebliche Pakte abzuschließen, Tarifverträge zu unterlaufen, weil das ist die einzige Alternative, die euch bleibt. Und die Zukunft der organisierten Arbeitsbeziehungen und der Gewerkschaften in Deutschland ist ihre Vergangenheit nur schlechter. Das war sozusagen die wechselseitige Kommunikation. Also man könnte es auf den Punkt bringen, eine Beziehung im niedergehenden und zerrütteten Stadium. Und wie es in solchen Beziehungen ist, es entsteht Langeweile. Zumindest auf der Wissenschaftsseite ist es dann so gewesen, dass man sich mit Gewerkschaften einfach gar nicht mehr befasst hat. Sie sind soziologisch, politikwissenschaftlich für die Masse der Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler lange Zeit überhaupt kein Thema mehr gewesen. Ausnahmen bestätigen die Regeln, nicht Rainer Dribusch, über den rede ich jetzt mal nicht. Der ist eine Ausnahme. Also diese Selbstverstärkung von Gewerkschaften in der Defensive und das hohe Lied der Krise der Gewerkschaften als Selbstverstärkungsmechanismus, das ist uns in Jena ziemlich auf den Senkel gegangen, um es mal salopp auszudrücken. Wir hatten eigentlich keine Lust, diese Art von Selbstbespiegelung und No-Alternative-Forschung weiterzutreiben und haben dann 2008 auf Anregung damals von Hans-Jürgen Urban gedacht, wir sollten vielleicht mal in eine etwas andere Richtung einschlagen. Und es entstand eine Arbeitsgruppe, die so hieß wie das Buch, was dann rauskam, Strategic Unionism, erkläre gleich, was das ist. Und die hat sich zur Aufgabe gesetzt, eben nicht dieses Niedergangslied zu singen, sondern tatsächlich Ansätze zu erforschen, die so etwas verkörpern wie gewerkschaftliche Erneuerung. Erneuerung gewerkschaftlicher Solidarität. Und siehe an, wir haben dann so einen ersten Literaturbericht gemacht, der war dieses Buch, an dem einige mitgearbeitet haben, die auch hier sind. Katharina Schmalstieg habt ihr gestern schon erlebt, die jetzt die schöne Studie über den Bezirk gemacht hat. Die hat in dieser Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Wir haben uns umgeschaut und haben gesehen, es gibt Tonnen von Literatur über Ansätze gewerkschaftlicher Erneuerung, die in Europa und insbesondere in der Bundesrepublik gar nicht zur Kenntnis genommen werden. Die schlicht nicht stattfinden. Und es gab eine solche Literatur sogar für Soziologen ganz wichtig, im wichtigsten Land der Welt, in den USA. Und es gab Ergebnisse über solche Forschungen sogar in den referierten Journals für Soziologen, ganz wichtig, nicht für den eigenen Leistungsnachweis. Und so ein Schlüsselaufsatz, der lautete übersetzt, das eherne Gesetz der Oligarchie, der Bürokratie durchbrochen, gewerkschaftliche Erneuerung und die Botschaft jetzt sehr grob zusammengefasst war, selbst US-amerikanische Business Unions können sich erneuern.
das ist sehr voraussetzungsvoll. Sie müssen konfliktfähig werden, sie müssen aktive rekrutieren aus einem Umfeld, das sie vorher gar nicht kannten, etwa aus sozialen Bewegungen. Sie müssen komplexes Gerechtigkeitsverständnis entwickeln. Sie müssen aktiv Organizing betreiben und Ressourcen reingeben. Sie müssen eine Bündnispolitik in die Gesellschaft rein entwickeln und so überhaupt erst einmal wieder zu einem Gegner, zu einem Herausforderer der Kapitalseite werden. Und siehe da, es gibt Gewerkschaften, wo das tatsächlich funktioniert hat. So, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben versucht, diese Forschungsliteratur systematisch auszuwerten. Und das Allerschönste ist eigentlich, dass es jetzt viele junge Leute gibt. Ich glaube, diese Arbeitsgruppe Strategic Unionism hat jetzt 70 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Verteilerkreis, die sich tatsächlich wieder mit Themen Gewerkschaftsforschung aus einer kritischen Perspektive beschäftigen. Das ist der Grund, warum ich mich bedanke. Sozialwissenschaftler mit kritischem Selbstverständnis sind darauf angewiesen, dass die Kritik, die sie üben, etwas findet, was in der Gesellschaft real ist. Also keine wissenschaftliche Sozialkritik ohne Sozialkritik in der Praxis. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, das ist sozusagen das erste Wichtige, was ich aus dieser Konferenz mitnehme. Das, was wir versuchen zu betreiben, dieser soziologische Ansatz, den wir versuchen zu betreiben, man könnte ihn bezeichnen als Public Sociology, öffentliche Soziologie, hat mehrere Ziele, aber vor allem zwei. Das erste Ziel ist, Unsichtbares, gesellschaftlich Unsichtbares sichtbar zu machen. Das macht diese Konferenz übrigens, nicht? Wir erleben ja das deutsche Beschäftigungswunder im Elitendiskurs. Es gibt eigentlich nur noch Rekorde bei der Erwerbstätigkeit. Unsichtbar bleibt, wird aber hier sichtbar gemacht und Wissenschaftler haben das zu verstärken, dass dieses neue deutsche Beschäftigungswunder nichts anderes ist als eine tiefgreifende Prekarisierung der Arbeitswelt mit einer Verwilderung des Arbeitsmarktes, die wir heute in der prekären Beschäftigtengruppe mitbekommen haben, mit einer Verwilderung des Arbeitsmarktes, wie man sich das vor 20 Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können und eben nicht nur bei den Arbeitsbedingungen und den Löhnen, sondern auch mit direkter Repression. Die Kollegin Artus sagt sehr zu Recht, dass es ein Sektor ist, wo nicht mehr Äquivalente, sondern Repression gegen Angst getauscht wird. Das bringt die Sache, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Das muss sichtbar gemacht werden. Das tut diese Konferenz und es muss gewissermaßen wissenschaftlich Resonanz finden und verstärkt werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist nicht minder wichtig. Öffentliche Soziologie, Public Sociology heißt, dass man versucht zu forschen, also Forschungsergebnisse zu entwickeln im engen Austausch mit, in diesem Falle, gewerkschaftlichen Praktikern. Das ist nicht immer einfach, weil Wissenschaftler bleiben Wissenschaftler und über die Praxis wissen die Praktiker besser Bescheid als die Wissenschaftler. Nicht? Da haben die Wissenschaftler eher den etwas leichteren Part beim Reflektieren darüber. Wichtig ist aber, dass es einen Austausch gibt, dass man sich wechselseitig befruchtet, dass man voneinander lernt, dass es auch sowas gibt wie Organisationslernen, was Wissenschaftler möglicherweise anstoßen können. Das ist immer eine außerordentlich konfliktreiche Beziehung, nicht? Also mal ist man dann als Wissenschaftler vorne dran, wenn man die Leiharbeitskampagne mit eröffnet. Und wenn man dann zu kritisch wird, kommt es auch schon mal vor, dass man zu bestimmten Veranstaltungen, nicht diese, aber andere gewerkschaftliche Veranstaltungen nicht mal mehr eingeladen wird, nicht, weil man plötzlich Nestbeschmutzer ist. Das kann man dann ganz gut aushalten. Aber es geht um diesen Typ von Wissenschaft. Und das war für mich das Wichtigste dieser Konferenz. Es sind eine Menge Leute hier, die praktische Sozialkritik üben. Und nicht nur das, die auch den Schluss gezogen haben, dass man nicht einfach die Dinge so hinnehmen kann, wie sie sind, sondern die anfangen, sich zu wehren. Das korrigiert dieses Bild des ruhigen Deutschland, wo alle sozusagen die Hände in den Schoß legen und Angst haben. Es gibt auch anderes. Und das ist, glaube ich, auf dieser Konferenz sehr deutlich geworden. Dafür vielen Dank. Ich möchte das, was ich zu sagen habe, in 8 Thesen bündeln. Ich habe jetzt wahrscheinlich nur noch 15 Minuten. Ja, das heißt, ein bisschen habe ich noch. Okay, gut. Also ich möchte es in 8 Thesen bündeln. Und ich formuliere die Thesen explizit bewusst so,
aus der Perspektive des lernenden Wissenschaftlers. Vielleicht sage ich euch gar nichts Neues, aber ich teile euch jetzt mit, was ich unter anderem aus dieser Konferenz gelernt habe. These 1. Mag banal klingen, ist es aber nicht. Auch und gerade in schwierigen Situationen und Krisenperioden haben soziale Akteure wie die Gewerkschaften grundsätzlich die Möglichkeit einer strategischen Wahl. Es gibt nicht no alternative. Übrigens war die Diskussion zur Leiharbeit gerade das beste Beispiel dafür. Selbst wenn man sich grundsätzlich einig ist, dass man diese Art von Leiharbeit nicht will oder Leiharbeit überhaupt nicht will, ist damit natürlich überhaupt noch nicht entschieden, was jetzt die beste Strategie ist, um dieses ungeliebte Instrument aus der Welt zu schaffen. Nicht? Und es ist ja auch schon angeklungen, selbst wenn man die Leiharbeit verbieten würde, hätte man das nächste Problem und hat es schon jetzt, nämlich dass große Unternehmen oft ausweichen in die Werkverträge. Ich sage euch, glaube ich, nichts Neues, dass in den großen Automobilfirmen der Anteil, monetär ausgedrückt, der in die Werkverträge fließt, und Werkverträge heißt Forschungs- und Entwicklungsarbeit, hochqualifizierte Arbeit häufig, dass der oft größer ist als die offiziellen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Ausgaben. Nicht? Das muss man sich vor Augen führen. Und man muss die Gefahr klar sehen, das spricht nicht gegen die Beseitigung oder scharfe Regulierung der Leiharbeit, aber es wird natürlich die Versuche der Kapitalseite geben, auf andere Instrumente auszuweichen, womit man dann sozusagen das nächste Kampffeld aufgemacht hat. Mit anderen Worten, nochmal zurück, es gibt nicht Tina, sondern es gibt die Möglichkeit der strategischen Wahl. Gewerkschaften können, wie es in der Tradition deutscher Gewerkschaften ist, das Leiharbeitsproblem so angehen, dass sie versuchen, mit der Arbeitsministerin zu dealen. Ohne Mobilisierung. Sie können es aber auch anders machen. Jeder weiß, auf welche Konstellation, auf welche Situation ich anspiele. Nicht? In der Krise, nach der Krise hatten wir kurzzeitig das Aufflackern bei gewerkschaftlichen Führungsgruppen innerhalb der Regierung, dass es mit Elitendeals geht, dass man das Problem in den Griff kriegt. Man schien mit der von der Leyen schon auf einem guten Weg zu sein und plötzlich merkt man, es geht doch nichts und dann gibt es schnell nachgeschoben gewissermaßen den Aktionstag gegen Leiharbeit mit viel Beteiligung. Ich habe es selbst im Saarland erlebt, eine richtig harte, aggressive, kämpferische Stimmung, aber eine, die verpufft, weil nicht wirklich eine konfliktorientierte Strategie durchdacht ist, mit der man die politischen Eliten unter Druck setzt, um dann tatsächlich Substanzielles zu erreichen. Das ist die eine Variante, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Damit bin ich bei der zweiten These. Für gewerkschaftliche Erneuerung und auch für den Streik, um den Streik geht es ja eigentlich, in jeder Variante ist die Erschließung und Verfügung und aktive Nutzung von Machtressourcen zentral. Das war sozusagen die Prämisse, mit der unsere Gruppe agiert hat, ein ziemlich banaler Gedanke. Es geht, wenn es zwischen Kapital und Arbeit geht, immer um Macht. Wichtig scheint mir aber nochmal darauf hinzuweisen, auch mit Blick auf das, was hier auf der Konferenz verhandelt wurde, ich mache das jetzt sehr, sehr salopp, dass es unterschiedliche Quellen gewerkschaftlicher Macht gibt. Ich nenne sie nochmal, die vier wichtigen, wobei ich glaube, das ist jetzt schon durch viele Seminare gegangen mit dieser Folie, aber ich benenne sie trotzdem nochmal. Das war sozusagen die Folie, mit der die Jena-Forschergruppe dann agiert hat, die heuristische Folie, mit der wir Forschung betrieben haben. Gewerkschaftliche Macht ist immer abgeleitete Macht. Im Kern geht es, altertümlich hätte man gesagt, um Arbeitermacht. Heute würde man sagen, um Lohnarbeiterinnenmacht oder Arbeitnehmerinnenmacht. Strukturelle Macht von Arbeitnehmerinnen ist eine Machtquelle, die Lohnabhängige haben, ohne dass sie bereits über Organisationen verfügen. Allein aufgrund ihrer Stellung im Produktionsprozess oder ihrer Stellung am Arbeitsmarkt. Ärzte haben eine hohe Primärmacht, jeder weiß warum. Lokführer haben eine hohe Primärmacht, obwohl die Züge technisch auch schon ohne Lokomotivführer fahren könnten, jeder weiß warum, könnten sozusagen das ganze Logistiksystem torpedieren und sind dementsprechend auch handlungsfähig. Das sind Quellen primärer Macht. Die zweite Quelle ist Organisationsmacht, darüber brauche ich euch nicht viel zu sagen. Das ist die Macht, die entsteht, wenn Lohnabhängige sich zusammenschließen, zum Beispiel zu Gewerkschaften. Da ist in der Regel schon strategisches Handeln nicht nur möglich, sondern zwingend nötig mit professionalisierten Apparaten etc. Die dritte Machtquelle ist die institutionalisierte Macht. Darüber ging es
eben schon bei der Leiharbeit. Also institutionalisierte Macht beruht immer auf Kompromissen, auf Kräfteverhältnissen. Sie institutionalisiert Kräfteverhältnisse. Das Betriebsverfassungsgesetz ist eine institutionelle Machtquelle. Tarifliche Normen sind eine institutionelle Machtquelle. Diese Machtressource hat einen Vorteil. Man kann das Arbeitsrecht nicht schnell ändern, auch wenn die Kräfteverhältnisse zu Ungunsten der Lohnarbeit sich verschieben. Jedenfalls nicht schnell. Man kann, aber nicht schnell. Es gibt einen Nachteil von institutioneller Macht, nämlich dann, wenn die anderen Machtressourcen schwinden. Dann neigen Gewerkschaften dazu, sich auf die institutionelle Macht zu konzentrieren, also schwerpunktmäßig diese Ressource zu nutzen, auf Kosten möglicherweise anderer, der Erneuerung anderer Machtressourcen. Jeder weiß, wovon ich spreche. Man ist dann immer noch einigermaßen handlungsfähig. Das Problem ist nur, bevor ich zur dritten Machtquelle komme, wenn man sich ausschließlich auf institutionelle Macht stützt, funktionsfähig ist institutionelle Macht eigentlich nur, wenn es so ein annäherndes Kräftegleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit gibt. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man so richtig wirkungsvoll institutionelle Machtquellen nutzen kann. Wenn man sich nur darauf verlässt, aber strukturelle und vor allen Dingen Organisationsmacht nicht erneuert, dann verschieben sich die Kräfteverhältnisse möglicherweise so weit zu Ungunsten der Lohnabhängigen, dass früher oder später die Eliten auf den Gedanken kommen, dass auch die institutionelle Macht so weit zu beschneiden sei, dass sie den realen Kräfteverhältnissen wieder entspricht. Wir hatten diese Situation Mitte des letzten Jahrzehnts in Deutschland sehr deutlich und es ist keineswegs so, dass diese Option, Gewerkschaften wieder an die Wand zu drängen, dass die verschwunden wäre. Ihr habt ja über viele Guerillakämpfe in den Betrieben gesprochen, wo es eigentlich immer nur doch darum geht, dass Interessenvertretungen, selbst gewählten Interessenvertretungen, diese Machtquelle verwehrt oder genommen werden soll. Nicht? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wer aber, da bin ich dann gleich damit beim Streik, wer aber nicht mehr daran setzt, Organisationsmacht zu entfalten und sie auch anzuwenden, der wird zumindest die Gefahr in Kauf nehmen, dass auch die institutionellen Machtquellen erodieren. Letzte Machtquelle nenne ich jetzt mal gesellschaftliche Macht. Das ist so der Kompromiss, den wir gegenwärtig in Jena gefunden haben. Manche sagen Diskursmacht, kommunikative Macht. Kann man mit einem einfachen Satz so begründen, die Macht von Lohnabhängigen ist in der Gesellschaft umso wirkungsvoller, als sie nicht als die Macht einer Partialgruppe, einer besonderen Interessengruppe gilt, sondern sie ist umso wirkungsvoller, je eher sie in der Lage ist, sozusagen etwas Gesamtgesellschaftliches zu verkörpern. Also für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sprechen, nicht für eine besondere Interessengruppe. Das hängt stark davon ab, wie man mediale Öffentlichkeiten erreicht. Das hängt davon ab, wie man die Kommunikationsverhältnisse beeinflussen kann, etc. etc. will ich jetzt nicht ausführen. Das sind die vier Machtquellen, die vier wichtigsten Machtquellen, auf die sich letztendlich auch Gewerkschaftsmacht gründet. Dritte These. Ich habe sie eigentlich umformulieren müssen im Laufe der Konferenz. Die lautete mal anders. Jetzt lautet sie, bei der gewerkschaftlichen Erneuerung hierzulande geht es in vielen Bereichen, Betrieben, Branchen, inzwischen darum, Konfliktfähigkeit überhaupt erst wiederherzustellen. Es geht gar nicht um die Streikfähigkeit, sondern es geht darum, die Voraussetzungen herzustellen, dass man überhaupt noch wirkungsvoll, kollektiv Interessen von Belegschaften, Lohnabhängigen etc. vertreten kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den man tatsächlich so zur Kenntnis nehmen muss. Wir haben auf der einen Seite immer noch Bereiche mit ausgebauter Mitbestimmung etc. etc. Schauen wir aufs Wertschöpfungssystem Automobil. Wir haben aber immer größere Bereiche, wo es nicht einmal mehr gelingt, gegenwärtig oder wo es zumindest nicht der Fall ist, sozusagen basale Mitbestimmungsrechte überhaupt durchzusetzen und anzuwenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viel ist gesprochen worden, sehr zu Recht, über niedrigschwellige Maßnahmen. Vieles wird sehr deutlich daran, dass es schon Mut erfordert, dass man sozusagen mit einem roten Pulli und dann viele in den Betrieb geht und darüber kenntlich macht. Man zieht an einem Strang, sozusagen unterhalb der Oberfläche, diese subversiven Aktionen und so weiter. Aber all das deutet darauf hin, dass wir es bereits mit einer dramatischen Erosion auch institutioneller Macht tatsächlich
zu tun haben. In diesem Zusammenhang komme ich gleich zur vierten These. Der Streik ist die zugespitzteste Form der aktiven Anwendung sämtlicher gewerkschaftlichen Machtressourcen. Ich will das nur noch mal so an einzelnen Punkten illustrieren. In einer Streiksituation gibt es in der Regel eine intensive, sehr intensive Kommunikation nach innen, im Betrieb, aber auch nach außen, in der Familie, im Freundeskreis, also gegenüber Gruppen, die möglicherweise und Menschen, die sich ansonsten gar nicht für soziale Konflikte, betriebliche Kämpfe, Lohnauseinandersetzungen etc. Interessieren. Zweitens, wenn er gut gemacht ist, erreicht der Streik zumindest lokal Öffentlichkeit. Ein großes Problem übrigens, nicht? Die vielen zersplitterten Kämpfe, die geführt werden, es ist ja gar nicht ruhig in diesem Land. Nicht mal der Krisenkooperatismus war ruhig. Es war, Uwe Meinert hat vielleicht darauf hingewiesen, oft waren es die Aktivitäten von Belegschaften, die das Management überhaupt dazu gebracht haben, nicht zu entlassen. Ich habe selbst ein Zulieferunternehmen untersucht, wo das der Fall gewesen ist, brauchte Streiks, um die an Entlassungen zu hindern. Diese Kämpfe werden ja nirgendwo sichtbar, sondern sind lokal zersplittert und es gibt kaum Öffentlichkeit, kaum Austausch darüber, was sozusagen an Aktivitäten eigentlich entsteht. Dritter Punkt, diejenigen, die sich an Streiks beteiligen, übertreten eine Schwelle. Also die riskieren was. Selbst unter einigermaßen akzeptablen und Mitbestimmungsbedingungen. Man tritt für was ein und wird aktiv. Das ist ein Schritt, der in der Regel auch einen Bewusstseinsbildungsprozess voraussetzt. Viertens, jeder Streik ist, wenn er einigermaßen gut läuft und wenn es denn überhaupt dazu kommt, eine Quelle der Erfahrung von Solidarität. Es ist auch hier schon angeklungen, der Mangel von Solidarität in der Gesellschaft, ein bisschen auch so ein vorwurfsvoller Unterton. Streiks korrigieren das sehr grundlegend und schaffen eine Grunderfahrung, die für viele eine Mangelerfahrung geworden ist in der Gesellschaft. Fünftens, Streiks erfordern aktives Überzeugen, man muss für was eintreten. Und sechstens, Streikerfolge hängen mehr denn je davon ab, dass Streiks sich gesellschaftliche Machtquellen zu eigen machen. Also es hängt viel davon ab, wie wird das in der Öffentlichkeit inszeniert, was gibt es an Unterstützung außerhalb derjenigen, die die Streiks tragen, etc. Bin ich bei der nächsten These. Intelligent geführte und erfolgreiche Streiks bewirken häufig eine Stärkung von Organisations- und gesellschaftlicher Macht. Das ist nicht immer und zwangsläufig der Fall. Das will ich auch klar sagen. Wir haben eine lange Tradition der südeuropäischen Gewerkschaften, italienische, französische Gewerkschaften, die das Mittel unklug genutzt haben und die auch sozusagen sich über verlorene Kämpfe selbst geschwächt haben. Es gibt auch in der Bundesrepublik solche Erfahrungen. Ich sage nur den nicht aufgearbeiteten Streik um die 35-Stunden-Woche in den neuen Ländern, der unnötigerweise verloren wurde und der bis heute nicht richtig aufgearbeitet ist. Das sind natürlich Negativerfahrungen, die sich sehr festsetzen können. Es gibt Betriebe in Bayern, die erinnern sich noch an die 50er Jahre, an den verlorenen Bayernstreik und sagen, hier bei uns kann nicht gestreikt werden, weil in den 1950er Jahren haben wir mal den Streik verloren. Lagert sich tief ab im Gedächtnis, aber die Grunderfahrung, ich glaube, Heiner Dribbusch wird auch schon darauf hingewiesen haben, wenn Streiks klug angelegt und klug geführt werden, sind sie eigentlich Motoren für die Stärkung gewerkschaftlicher Organisationsmacht. Es gelingt in diesem Prozess, Mitglieder zu gewinnen. Es gibt richtige Schübe. Es gelingt vor allen Dingen, Meinungsführer zu gewinnen, die dann wieder andere nachziehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Keine neue Erkenntnis, aber eine, die man sich, glaube ich, in Erinnerung rufen muss. Nächste These, Streik ist nicht gleich Streik. Auch das ist auf dieser Konferenz deutlich geworden. Das, was wir erleben, ist, dass die Gruppen, die Konflikte, die kollektive Handlungsbereitschaft tragen, die aber auch möglicherweise in den Streik gehen, inzwischen häufig nicht mehr diejenigen sind, die man sozusagen klassischerweise im Zentrum und im Fokus gewerkschaftlicher Interessenvertretung sieht. Wichtige Erfahrung, prekär Beschäftigte sind unter bestimmten Bedingungen zu gewinnen, sich an Aktionen zu beteiligen. Wir haben aber auch
sozusagen, wenn man das letzte Jahr anschaut, mit der deutlichen Zunahme von Streiks, sie in erster Linie im Dienstleistungsbereich. Wir haben sie in Bereichen, wo vorher nichts war oder wo man sich kaum vorstellen konnte, der Erzieherinnenstreik in aller Munde, auch mit einer enormen gesellschaftlichen Wirkung. Das heißt, die Streiks werden weiblicher. Migrantenanteil ist vielleicht nicht immer neu, das gab es schon, aber es sind vielleicht andere Migranten. Es sind Gruppen, die aktiv werden, die offenbar nicht mehr bereit sind, die Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen hinzunehmen, denen man das so lange Zeit erst einmal nicht zugetraut hat. Ich will das nicht beschönigen. Prekär lebende, arbeitende und lebende Menschen sozusagen dazu zu bringen, aktiv ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, ist ausgesprochen voraussetzungsvoll. Weil die müssen natürlich immer fürchten, selbst der Minijob ist noch besser als gar nichts. Ja? Ist noch besser als der Hartz-IV-Presse zu unterliegen. Das soll man nicht beiseite schieben. Es braucht neue Mobilisierungsformen der Ansprache. Es braucht vor allen Dingen eine authentische Interessenvertretung. Dafür sind eine ganze Reihe von Beispielen geliefert worden, hier auf dieser Konferenz, die es solchen Gruppen überhaupt ermöglichen, eine realistische Chance zu sehen, das ist das Entscheidende, ihre Verhältnisse wirklich zu verändern. Solange es nur beim moralischen Appell bleibt, das Gelegenheitsfenster wirklich was zu verändern, aber nicht da ist, kann man das gleich beiseite lassen, nicht? Aber es gelingt ganz offenkundig, in wichtigen Bereichen und in neuen Bereichen solche Aktivitäten, die dann fast notwendig auch konfliktorische sind gegenüber der anderen Seite, hinzubekommen. Das finde ich außerordentlich bemerkenswert. Die siebte und vorletzte These, dann habe ich nur noch eine. Die Herstellung von Konfliktfähigkeit und die Erneuerung von Streik, die Erneuerung durch Streik, kann auch ein Mittel sein, jetzt sage ich es bewusst, kann auch ein Mittel sein, die Tendenz zu exklusiver Solidarität, auch das ist schon angeklungen, wie wir sie in vielen Stammbelegschaften, selbst hochorganisierten Stammbelegschaften gegenwärtig haben, wirksam zu konterkarieren und sie durch andere Handlungsoptionen zu ersetzen. Ich will kurz erläutern, was ich damit meine. Ich zeige jetzt die Zahlen nicht mehr, die waren auch im PowerPoint, aber ich glaube, es geht auch ohne die Charts. Wir haben untersucht, mehrere Belegschaftsbefragungen gemacht in einem großen Automobilwerk, das in diesem Bundesland bekannt ist, aber es war nicht Stuttgart. Wir haben unter anderem befragt 1440 produktionsnahe, also Arbeiter und produktionsnahe Angestellte. Wir haben die Sachbearbeiter komplett befragt und auch die Führungskräfte. Wir haben insgesamt weit mehr als 50% der gesamten Belegschaft befragt. Das dürfte ein Datensatz sein, der in der Bundesrepublik ziemlich einmalig ist. Jetzt sage ich nur mal wichtige Daten. Das Verhältnis der Stammbeschäftigten zu den Leiharbeitern ist noch ambivalent. Also man sagt schon, die helfen, unsere Arbeitsplätze sicherer zu machen. Aber es gibt Mehrheiten, die auch sagen, die gehören nicht zur Betriebsfamilie und verstärken die Konkurrenz im Betrieb. Das wichtigste Item ist aber auf die Frage, glauben Sie, dass eine Gesellschaft, die jeden mitnimmt, auf Dauer überlebensfähig ist? Glauben Sie, dass eine Gesellschaft, die jeden mitnimmt, auf Dauer überlebensfähig ist? Also wird Sozialdarwinismus getestet, so könnte man sagen. Ich sage dazu, die Belegschaft hat einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad von über 90%. 54% der Befragten, mehr als repräsentativ Befragten, sagen, nein, eine solche Gesellschaft ist nicht dauerhaft überlebensfähig. Wir haben dann nochmal qualitativ befragt bei Vertrauensleuten. Die haben gesagt, das kann nicht sein. Einige von denen haben das gesagt. Das kann nicht sein, da haben die Kolleginnen und Kollegen die Frage falsch verstanden. Ich kann nur sagen, selbst im Kreis der Vertrauensleute, gleich der zweite Vertrauensmann sagte mir ins Mikrofon, von den Hartz-IV-Beziehern 50%, die nicht wollen. Das heißt, wir haben ein Phänomen, ich will das gar nicht moralisieren, das ist altbekannt, Gruppen, die sich selbst im sozialen Abstieg wähnen oder die darum kämpfen, ihren sozialen Status halten zu müssen, tragen die Konkurrenz oft mit dem Mittel des Ressentiments aus. Das ist keine durchgängige Tendenz. Weil die gleichen Arbeiter, die wir befragt haben, übrigens nur nebenbei, diese abwertende Klassifizierung von etwa Langzeitarbeitslosen, die war bei
den Arbeitern stärker ausgeprägt als bei den Sachbearbeitern, Angestellten und auch stärker als bei den Führungskräften. Nicht? Also auch das muss man sehen. Aber die gleichen Arbeiter, die dieses sagen, sagen auch zu weit über 80%, dass der Reichtum gerechter verteilt werden könnte, dass es in dieser Gesellschaft ungerecht zugeht, dass es keine Mitte mehr gibt, sondern nur noch oben und unten, dass sie unter den Standortkonkurrenzen permanent leiden und so weiter. Also es gibt und in der gleichen Belegschaft 17% der Beschäftigten, die wir als ausgesprochene Systemkritiker bezeichnen. Es gibt aber auch die größte Gruppe, über 20% sogenannte Wettbewerbsindividualisten, die kritisieren den Kapitalismus auch, sagen aber, der ist nicht zu beseitigen, also passe ich mich an. Da will ich bei den Schweinen sein, sozusagen, ja? Weil keine Handlungsalternative sichtbar wird. Ich führe das deshalb an, diese widersprüchlichen Tendenzen, selbst unter gewerkschaftlich hochorganisierten Beschäftigten, weil ich glaube, dass es kein Sachzwang ist und keine naturwüchsige Tendenz, dass sich diese Haltung zur exklusiven Solidarität tatsächlich durchsetzt, sondern es hängt tatsächlich von den Aktiven, von den Interessenvertretungen, von den Gewerkschaften, von uns allen, von euch ab, wie, in welche Richtung diese Geschichte geht. Wird die Systemkritik laut? Ja, kriegt die eine Stimme, die auch da ist? Oder wird diese Tendenz zu exklusiver Solidarität verstärkt? Wenn man 20 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als einen Wettbewerbspakt nach dem anderen geschlossen, ich will das nicht generell und pauschal kritisieren, aber wenn man nichts anderes gemacht hat und keine Alternative mehr gesehen hat, dann ist das zumindest indirekt eine Stärkung dieser Tendenz zu exklusiver Solidarität und es muss was anderes sichtbar werden. Nur dann bricht sich auch das, was sozusagen gesellschaftskritische Haltung da ist, tatsächlich Bahn, weil es eine Chance auf Veränderung gibt. Damit bin ich bei meiner letzten These. Erneuerung durch Streik ist sicherlich ein ganz, das Motto bringt es auf den Punkt, worum es geht. Allerdings muss man auch klar sehen, es gibt radikale Streiks, die führen Business Unions in den USA. Da wurde sogar geschossen, aber sehr unpolitische Gewerkschaften, wo es um bestimmte Berufsgruppen gibt und man manchmal monatelang gestreikt hat, sehr militante Kämpfe. Ich glaube, das, worum es hier geht und was auf dieser Konferenz diskutiert worden ist, ist schon was anderes. Der Streik, auch als Mittel gewerkschaftlicher Erneuerung und Solidarität, muss eingebunden sein oder eingebunden werden in so etwas wie eine Perspektive, die Vision einer anderen Gesellschaft. Da ich schon lange geredet habe, mache ich es sehr kurz. Ich mache es sehr kurz. 2012 hat der Gründer des Weltwirtschaftsforums von Davos, Schwab heißt der, Klaus Schwab, mindestens mit dem Vornamen sind wir Namensvetter, gesagt, die Welt leidet an einem Burnout-Syndrom. Diese Art von Kapitalismus ist nicht mehr überlebensfähig und passt nicht mehr in die Zeit. Natürlich hat er das gesagt, um den Kapitalismus zu retten, nicht in einer anderen Form. Nur das Verrückte ist ja, dass diese Aussage radikaler war und klarer war als das meiste, was wir, ich nehme alle, die hier sind, aus, selbstverständlich, was wir aus vielen gewerkschaftlichen Stäben gehört haben. Wir haben viel gehört über pragmatisches Krisenmanagement, aber das in einer Situation, wo ganz konventionelle Ökonomen, selbst der Herr Sinn hat gesagt, es gibt einen Systemfehler, der die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Wenn die andere Seite über Systemfehler redet, nicht, der meint natürlich andere als wir, dann darf man ihnen dieses Thema nicht überlassen. Und das ist es, worum es mir geht. Die Erneuerung durch Streik, die Debatte um eine konfliktorientierte Gewerkschaftspolitik muss dringend verbunden werden mit der Debatte um eine andere solidarische Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in diesem Sinne sind Streiks sozusagen immer Schulen gewesen, dienten der Bewusstseinsbildung. Selbst wenn sie verloren gegangen sind, können sie immer noch eine Funktion haben, wenn mehr Klarheit entsteht, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Und ich glaube, das ist ein Feld, auf dem noch sehr viel Nachholbedarf ist, wo es noch viele Debatten geben muss. Aber es ist wichtig, dass man mit der Debatte überhaupt anfängt. Und da würde ich sagen, in diesem Sinne ist für mich diese Konferenz ich sage es mal mit dieser Star-Wars-Formel, nicht? Ein Film, wo ich früher Flugblätter gegen verteilt habe, gegen diese sechs Filme. Nicht? Aber mittlerweile gucke ich sie auch mit meinem Sohn mal zusammen und da gibt es so eine Stelle, nicht? Da sagt einer dieser Jedis, ein Zeichen der Hoffnung. Es ist ein Zeichen der Hoffnung.
Würde ich auch für diese Konferenz sagen. Es ist noch keine Schlacht geschlagen, schon gar nicht gewonnen, aber ein Zeichen der Hoffnung. Vielen Dank.